Also wir haben halt gesehen, dass da hinten aus dem katholischen Gemeindezentrum rausgebrannt hat. Aus der Dachstuhlwohnung oben ist eine Privatwohnung. Und da sind schon kräftige Flammen rausgeschlagen und Rauchentwicklung über das ganze Dorf hier. Da wir direkt nebenan wohnen, uns rausgegangen, haben geschaut, was passiert und haben dann die lodernden Flammen aus dem katholischen Gemeindezentrum hier gesehen und haben den Bewohner auf der Straße sitzen sehen und zumindest unsere Nachbarn haben ihn gesehen und dann war aber schon Polizei und Feuerwehr da. Das haben wir nicht gesehen, wir haben nur gehört von unseren Nachbarn, dass der Bewohner der Wohnung draußen saß und genau vor der Tür saß. Nee, also von der Feuerwehr haben wir gehört, dass niemand mehr drin saß, sondern eben die eine Privatperson war schon draußen. Also es ist schon beängstigend erstmal, dass man denkt, das kann ja schnell auch bei sich selber passieren. Unsere erste Reaktion war Hoffen und Beten, ehrlich gesagt. Wir haben uns zusammengestellt und gebetet, dass nichts Schlimmeres passiert und dass es der Person gut geht und unsere Geschwister von der katholischen Kirche. Genau. Und ja, schon eine krasse Sache, wenn man überlegt, was für Privatgegenstände da drin sein können. Bilder, alte Sachen, und die jetzt alle verbrannt sind, ist schon eine heftige Situation. Das Gebäude ist primär Kirchengebäude mit Jugendräumen unten und oben und oben drin, soweit ich weiß, ist eine Privatwohnung. Ja, von dem, was wir gehört haben, das war auf jeden Fall ein großes Aufgebot. Es kamen dann, glaube ich, auch gleich die Feuerwehren aus den Nachbarorten hier umliegend. Der Landkreisbrandmeister war da und da wurde es eigentlich gut organisiert dann. Wir wurden alarmiert zu einem B3 hier in die Schengener Straße, angrenzend zur katholischen Kirche, mit dem Alarmstrichwort B3, Rauchwarnmelder ausgelöst in Wohnung. Lage beim Eintreffen war folgendermaßen, dass wir erst eintreffen mit dem ELW eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss auf der Hauptstraßenseite erkannt haben und rückseitig vom Gebäude einen Flammenüberschlag bzw. einen Flammenaustritt aus dem Gebäude schon feststellen konnten. Es ist eine Wohnung, es ist komplett richtig, es ist eine Hausmeisterwohnung. Eine Person wurde mit Rauchgas Intox dem Rettungsdienst übergeben, die jedoch aber nicht in der Wohnung, sondern vor der Wohnung sich aufgehalten hatte. Das ist richtig, die Person war auch zum Zeitpunkt der Alarmierung angeblich nicht in der Wohnung, sondern wurde dann von Nachbarn darüber in Kenntnis gesetzt, dass hier ein Schadensereignis ist und ist dann zur Wohnung geeilt. Die Person an sich hat, wie gesagt, einen Rauchgas-Intox, hat aber an Werten nicht diese, dass er unbedingt einen stationären Aufenthalt erfordert. Das weitere Vorgehen war, dass wir mit zwei Trupps über den Haupteingang ins Gebäude vorgegangen sind, Löschmaßnahmen durchgeführt haben, Gebäude rückseitig mit einem B-Rohr, die den Flammenausschlag aus den Fenstern bekämpft haben. Und im weiteren Verlauf das Alarmstichwort kurzfristig dann auch auf B4 erhöht hatten. Ja, wie vorhin schon gesagt, ist die katholische Kirche angrenzend und das war natürlich unsere Befürchtung, dass wenn wir einen Flammenüberschlag haben Richtung katholische Kirche, dann ein ganz anderes Thema hier entsteht. Aktuell finden jetzt noch Aufräumarbeiten statt, die Brandbekämpfung ist abgeschlossen, sämtliche Glutnester wurden abgelöscht. Wir werden jetzt abschließend eine Brandwache stellen. Das waren 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz und ca. 15 Kräfte des Rettungsdienstes.